Wow. Die Spannung steigt. Was ist das denn? Scheiße. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zu einem ganz normalen, aber spaßigen Tag in unserem Homebikepark. Erste Runde? Mhm. Dann viel Spaß. Oh Gott. Okay, dann kommen wir auf der WAT. Direkt alles fahren. Aber im letzten Mal habe ich mir noch mal den Table angeguckt. Wow. Dieses Mal hat auch ich die Ehre, gefilmt zu werden. Das bin ich gar nicht gewohnt, weil sonst hab ja immer ich die GoPro an. Mach das so. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man gefilmt wird, ist direkt auf einmal der Druck so groß, irgendwas Tolles zu machen, dass bei mir zum Beispiel hier der Manual-Versuch erstmal durch den Busch geht. Hast du vor, den heute noch komplett zu springen, oder? Also, viel fehlt nicht, ne? Nee? Nein. Um den Perspektivwechsel für den Tag komplett zu machen, hat auch Sophie die GoPro nochmal umgeschnallt bekommen. Jetzt sind wirklich mal alle Blickwinkel drauf. Manchmal passieren die witzigsten Sachen gar nicht auf dem Trail, sondern eher auf dem Weg dahin. So kann man sich auch die Zeit gut vertreiben und auch beim Hochfahren noch richtig viel Spaß und eine gute Zeit haben. Kann ich irgendwas?
Jawoll! Ah, Brennnesseln! Außer Quatsch gilt beim Hochstrampeln natürlich auch üben, üben, üben. Die Wheelies müssen ja schließlich immer länger werden. Vor allem ein No-Hand-Wheelie. Okay. Ja. Nur lang. Und die Trial Skills dürfen natürlich auch niemals vergessen werden. Scheiße. Das Tolle an unserem kleinen, feinen Bikepack ist, wer sich da an einem Tag gut anstellt, schaltet danach direkt einen Bonus-Trail frei. Okay. Was ist das denn? Scheiße. Oh Mann. Oh Gott. Hey, bist du da vorbei? Ja, ja, ja. Oh. Ich war ja noch nie. Ist der schon lange hier? Es war zwar jetzt kein großer Trip nach Winterberg oder Saalbach oder so, aber das muss ja auch nicht immer sein. Auch die ganz normalen Biketage machen einfach richtig viel Spaß. Mit dem Mountainbike kann man auch direkt vor der Tür immer eine richtig gute Zeit haben. Das gleiche wünsche ich euch auch für eure nächsten Biketage, also vielen Dank fürs Zugucken. Bleibt dran und dann gerne bis nächste Woche. Macht's gut!